Ja, willkommen zu 15 Days. Wir waren das letzte Mal mit Mike oben ins Zimmer und haben uns eine Fingerabdruck gebastelt vom Wachmann und schauen wir mal, was jetzt passiert, was wir damit machen. Catherine, hallo, wie geht's dir so? So, fertig. Wo ist Bernie? In der Stadt. Schon wieder? Bin ich eigentlich der Einzige, der hier einen Einbruch vorbereitet? Ist gut jetzt, Mike. Du bist der Größte. Genau. Hier wäre zum einen der Finger von Mr. Stevens. 100% gefühlsecht und funktionsfähig. Igitt! Die Personalliste habe ich auch an Land gezogen. Im Museum hat morgen ein Typ namens Michael Nesbitt Nachtdienst. Nesbitt, okay. Geht das klar? Keine Gewissensbisse, weil du den Typ noch von früher kennst oder so? Nerv mich nicht, Mike. Nur eine Frage. Es ist alles in bester Ordnung. Wie lautet die Nummer des Diensttelefons? 16234. Hat Bernie gesagt, wann er wiederkommt? Nein. Ich weiß auch nicht, was er immer Wichtiges zu tun hat. Wir besprechen morgen früh nochmal alle Details. Okay, übrigens... Da ist ein Anruf für dich auf dem AB, Catherine. Dein Vater, glaube ich. Ach, du grüne Neuner. Der ruft neuerdings öfter an, hm? Sieht ganz so aus. Was hat er denn plötzlich? Das Gleiche, was er immer hat. Er kommt nicht damit klar, dass er ein Schwein ist. Ach so. Na dann. Ich gehe hoch, okay? Okay. Ja, dann hören wir uns den Anruf an, hör mal an, wenn ich die Maus zurückbekomme. Ja. Nee. Okay. Hey, Bernard. Da bist du ja. Wann bist du denn wiedergekommen? Wurde spät gestern, oder? Sorry, ich bin ein bisschen versackt in der Stadt. Hey, seht mal, wer uns mit einem Besuch beehrt. Bernard, na sowas. Okay, Jungs, Lagebesprechung. Okay, legen wir mal los. Benny, was machst du in der Stadt? Mike, wie geht's dir? Hallo? Das wäre ja nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt nicht. Meine ich auch. Geht's los? Okay. Also. Ah. Das London Modern. Ich habe mir nochmal die Pläne angesehen. Wir machen Folgendes. Morgen fahren Bernard und ich am frühen Abend mit dem Boot zum Kanal beim Museum. Mike, du parkst deinen Van vor dem Museum. Zapf die Kameras an und halte dich bereit. Ich tauche durch den Kanal und gehe vor der Kellertür in Stellung. Bernard, du postierst dich in Wächteruniform vor dem Museum. Um 23 Uhr ist Wachwechsel. Um 22.50 Uhr wird der Wächter die Haupttür entriegeln. Das verschafft uns ein Zeitfenster von knapp 10 Minuten. Um 22.50 Uhr rufe ich das Diensttelefon in Ausstellungsraum 2 an. Während der Wächter dorthin geht, betritt Bernard das Museum, geht zum Wachraum, öffnet die Tür und stellt die Aufzeichnungen ab. Mike, du beobachtest die Kameras und gibst Bernard Bescheid, wenn er das Gebäude wieder verlassen kann. Ich öffne die Kellertür mit dem Bump Key und gehe nach oben. Dann tausche ich die Bilder und mache mich sofort auf den Rückweg. Bernard, du solltest inzwischen wieder beim Van sein. Ihr macht euch unauffällig aus dem Staub. Ich selbst nehme das Boot. Wir treffen uns im Loft. Alles klar? Alles klar. Gut, dann checkt bitte die Ausrüstung und bereitet das Boot und den Van vor. Ich schaue jetzt bei Robert vorbei. Hoffentlich ist er fertig. Ja, alles klar. Wir brauchen das Bild natürlich vom Fälscher Robert. Und da gehen wir da hin. Fragezeichen. Laufen wir oder nehmen wir das Boot? Ach, wir laufen. Ach, da bin ich immer depressiv, wenn ich den im Bild habe, den unseren Robert. Robert? Ist er nicht gerade der Lustigste? Hey, na, wie geht's dir? Das geht schon. Du siehst aber nicht so aus. Das Bild ist fertig. Klasse, du bist ein Schatz. Wir machen die Sache. Heute Nacht. Mhm. Und? Bist du aufgeregt? Tja, ein bisschen.
Aber das gehört wohl dazu. Sicher. Ihr schafft das schon. Robert, was ist denn los mit dir? Ist was passiert? Können wir dir helfen? Alles in Ordnung. Vielleicht werde ich einfach ein bisschen alt für den Stress. Ja, der Einzige, wo kein Stress hat, ist der Robert, der braucht doch nur das Bild zu malen, hier. Komm schon, raus mit der Sprache. Hast du immer noch diese Angst? Tja, ich hab nachgedacht, Catherine. Oha, was kommt denn jetzt? Weißt du, ich glaube, es wird Zeit für dich, Schluss zu machen. Für uns alle wird es Zeit. Du hast Angst, dass sie uns erwischen werden, hm? Die Dinge haben sich geändert, Catherine. Was wir hier tun, ist kein Spaß mehr. Spaß war es nie. Doch, das war es. Ein Spaß von ein paar Weltverbesserern, die Robin Hood spielen. Das ist es jetzt nicht mehr. Du sagst das so, als ob wir Terroristen wären. Wir schaden doch niemandem. Wir helfen. Das legen wir uns so zurecht, Catherine. Natürlich schaden wir jemandem. Denen, die wir täuschen. Denen, die wir belügen. Denen, die wir bestehlen. Nicht wir sind die Lügner und Diebe auf dieser Welt. Doch, wir sind es. Ich weiß wirklich nicht, was plötzlich in dich gefahren ist. Was ist jetzt anders als die letzten 5 Jahre? Bedroht dich jemand? Du bist zu jung, um dein Leben wegzuwerfen. Und du bist zu alt, um so weiterzumachen. Du redest wie mein Vater. Ich rede wie jemand, dem an dir liegt. Das weiß ich doch. Du musst dich erholen. Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen Abstand. Nach dem Sommer machen wir Pause, okay? Ich verspreche es dir. Ja, die sogenannte Sommerpause. Ja, der hat schon recht, der Robert. Verbrecher sind es ja trotzdem, auch wenn es Robin Hood-ähnliche Dinger sind. Ja, es ist nicht in Ordnung, was wir machen. Aber vielleicht zahlt es sich aus. Durch Geld. Brauchst du irgendwas? Hast du noch genug Geld? Ich komme noch eine Weile aus. Gib lieber Bernard ein paar Pfund mehr. Wieso? Ist der etwa pleite? Er hat sich 2000 Pfund von mir geliehen. Wozu denn das? Er sagt, er hat noch Schulden bei seiner Ex-Frau. Warum spricht er denn nicht mit mir darüber? Du solltest eigentlich nichts davon wissen. Ich dachte, ich erzähl's dir, weil ihr so eng befreundet seid. Das dachte ich eigentlich auch. Sei nicht so streng mit ihm. Er schämt sich. Schämt sich? Ihr Männer seid wirklich eigenartig. Das sagt eine Frau, die Bilder stiehlt und was weiß ich. Naja. Okay, ich muss jetzt los. Die anderen warten schon. Grüß sie von mir und passt auf euch auf. Passt du auf dich auf und mach dir keine Sorgen. Ich melde mich morgen, wenn alles geklappt hat. Ja, nehmen wir mal das Bild mit. Na, schön ist es echt nicht. Das hätten wir. Okay, wie schaut's da aus? Transportrolle mit Churchill-Bild. Okay. Können wir noch was fragen hier? Nee? Dann gehen wir weg. So. Gehen wir nach Hause oder müssen wir da wieder auf den Plan kriegen? Können wir zum Pub noch eins trinken gehen? Tatsächlich. Cool. Fußball, nicht meine Welt. Glauben wir mal ein bisschen. Ja, ich glaube, hier können wir nichts machen. Schade. Ich hätte gerne so noch gern ein Bierchen getrunken vor dem Überfall. Zur Beruhigung. Okay, dann gehen wir lieber heim. Loft, Docklands, London, 4 Juli 2009, abends. Mal schauen, ob die Jungs fertig sind. Da bist du ja wieder. Ist alles klar gegangen? Ja, alles klar. Ich hab das Bild. Und? Wie geht's, McBride? Hat er immer noch seine Panikattacken? Ich erzähl's euch später. Habt ihr alles vorbereitet? Klar. Kann losgehen. Okay, Freunde. Dann mal toi toi toi. Wir sehen uns am Museum. Okay, die eine also dann, Auto. Passt gut auf euch auf. Und die andere mit das Boot. Fahren wir mit dem Boot. Okay.
Okay. Ja, die können auch mal aufräumen hier. Das schaut ja aus. Auf geht's. Boah, wir fahren. Okay. Mike? Na dann lass uns mal los. Moment noch. Ich möchte dich was fragen, Bernard. Mhm. Hast du eigentlich Geldprobleme? Wieso? Wie kommst du darauf? Bernard, wir sind Freunde, okay? Also wenn es ein Problem gibt, von dem ich wissen sollte. Ich spiele nicht mehr. Das ist es doch, was du wissen willst. Nun sei nicht gleich beleidigt. Ich frage nur, weil... Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Was machst du immer in der Stadt, Bernard? Spionierst du mir nach? Hätte ich den Grund dazu? Hör zu. Ich habe Sachen zu klären. Mit Michelle. Private Sachen. Genügt das? Seit wann habt ihr denn wieder Kontakt? Ich dachte... Catherine, wir sind Freunde und wir wohnen zusammen. Du bist ein wichtiger Mensch für mich. Aber ich muss nicht mein Leben für dich protokollieren, okay? Ich bin ein paar Jahre älter als du. Es gibt eine Menge Dinge, die ich ganz gut ohne dich entscheiden kann, okay? Okay. Dann lass uns jetzt fahren. Wir sind spät dran. Ja, wir wollen nicht zu spät kommen, deswegen geben wir ein bisschen Gas hier und dann tauchen wir und dann zack, brechen wir ein und fertig und gehen zurück. Mike, wir sind jetzt da. Roger, ich bin hier auf meinem Posten. Dann warten wir jetzt, bis es dunkel ist, oder? Genau. Bernard wird sich hier beim Boot umziehen und nachher in den Wachraum gehen. Ich gehe dann mal auf Tauchstation. Ihr seid bereit, Jungs? Natürlich. Immer. Okay, dann geht's jetzt los. Oder allzeit bereit? Ich bin an der Tür. Bernard, alles klar bei dir? Ich bin oben am Eingang. Mike, wo ist der Wächter? Im Zielraum. Okay, ich lasse es jetzt klingeln. Okay, dann ist es 22.50 Uhr. Dann wollen sie nämlich anrufen. Okay, das hätten wir. Er geht rüber. Sekunde noch. Okay. Jetzt. Go. 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 Hätten wir vielleicht vorher die Tür aufmachen sollen. Ach, komm, komm, komm. Jede Sekunde. Ach, jede Sekunde zählt. Nehmen und auf. Auf. Ich bin drin. Liebe deine Kamera ist. Ich bin ja so stolz auf dich. Bernard, du bist jetzt dran. Okay. Okay, der originale Wachmann ist abgelenkt am Telefon. Das dauert mir ein bisschen lang alles. Ah, geht schon rein. Schnell. Alles ruhig. Mike? Ich sehe dich. Geh schon. Ich krieg die Maus nicht. Wir müssen hier rein. Auf geht's. Auf. Zack, zack, zack. Ah, wir brauchen den Finger. Mann. Pieps macht immer. Pieps. Okay, der macht anders. Okay, Mike. Saubere Arbeit. Ja, wer wären wir? Haben wir das? Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Herz der Überwachung. Bildschirmwand. Von hier aus hat man das gesamte Museum im Blick. Ja, tun wir uns reinhacken und dann tun wir mal... Anscheinend werden die über Nacht ausgestellt. Ausgestellt. Ach die, genau. Das sind wir. Die werden angenommen. Wir müssen alle Strom sparen. Können wir einen Kaffee machen? Nee, Dienstplan. In diesem Trakt ist der Wächter heute Nacht allein. Leere Bildschirme. Aufzeichnungskabel. Na bitte. Da haben wir ja schon das Kabel. Ach, das eine Kabel, das eine Kabel, das machen wir mal weg hier. Das wär's. Dann sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Schon unterwegs. Catherine, okay. Du bist dran. Das ist richtig Teamplayer-Arbeit hier. Jetzt müssen wir hoch, denke ich mir. Wo ist der Wächter? Vorne im Gang. Catherine, go. Bernard, komm zum Van.
Das ist ja richtig lustig hier. Hier geht's zu der Themse. Ja, das lassen wir offen stehen hier. Kleinen Tor da unten drunter ohne Kamera. Können wir hier was mitnehmen? Marmorstatue zum Beispiel. Das sieht aus wie eine römische Büste. Ja, Büsten brauchen wir nicht. Höchstens was anderes. Das ist Athene, die Göttin der Weisheit. Ja, wir gehen mal rein. Ich bin im Keller. Okay. Okay, wir sind da hinten. Nee, Moment. Hier müssen wir rein. Nein, ja, genau da. Und das tauschen wir dann aus. Ah, herrje, jetzt. Panik macht sich breit. Dann tauschen wir das Bild aus. Das wird immer größer, das Bild. Boah, ein riesen Bild. Okay, ich hab's. Catherine, der Wächter kommt. Du musst da raus. Sofort. Shit. Hätte sich beeilt. Sag mal. Jungs, ich hab's durch den Keller geschafft. Oh, 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 oh. Ja, wir sind ja fast draußen. Verflixt. Was ist da los? Irgendwas hat den Alarm ausgelöst. Oh, shit. Hau ab da, sofort. Wir sehen uns beim Loft. Ja, wir haben ja uns Bild. Okay. 1.34 Uhr. Ah, und ich krieg kein Auge zu. Draußen sind es immer noch 27 Grad und die verdammte Karre hat keine Klimaanlage. Stand der Dinge, ich stehe wieder am Anfang. Ellen Henston ist froh, dass ihr reizender Gatte tot ist. Und sie macht auch keinen Hehl daraus. Aber sie hat ein Alibi. Und er hat ihr ein paar Immobilien überschrieben. Wegen der Steuer natürlich. Die kann sich jetzt ein paar lustige Tage machen. Ohne Daddy Henston. Scheint auch verdammt gut mit ihrem Gärtner auszukommen. Naja, das geht's mich an. Natürlich will sie auch das Testament anfechten. Und ich kann's sogar verstehen. Mit der Begünstigten Michelle Fielding habe ich nämlich auch gesprochen. Soweit das möglich war. Sie kann unmöglich irgendeine Assistententätigkeit für Henston erledigt haben. Sie kann nicht mal bis drei zählen. Sie hat kein Alibi und sie braucht keins. Sie könnte Mord nicht mal buchstabieren. Wen gab's sonst noch? Nancy Jenkins ist eine hasserfüllte Nutte. Lorraine Myers eine eiskalte Businessfrau. Aber die würden beide niemanden umbringen. Vielleicht ist der alte Knacker tatsächlich einfach so gestorben. Tja, manchmal trifft's auch die Richtigen. Mit den Bildtransporteuren habe ich gesprochen. Die sind komplett harmlos. Aufgefallen ist mir nur, dass sie beide ziemlich ungesund aussehen. Und einer hat eine verdammt teure Uhr um. Wahrscheinlich eine Fälschung aus China. Ich muss dem Chief sagen, dass hier alles bestens ist. Henston ist tot, keiner vermisst ihn. Ende der Geschichte. Ach, verdammter Mist. Was soll der Radau? Das kommt vom Museum. Was zum Teufel ist da los? Das sehe ich mir doch mal an. Oh, jetzt gehen wir mit den 6 Sternen auf Untersuch. Aus. Aber... Gehen wir raus. Das machen wir jetzt am nächsten Mal. Mach's bis dahin gut. Mach's besser, euer Christian. Es bleibt spannend.